So, hallo und willkommen zurück hier wieder auf dem Roleplay-Projekt. Eine Geschichte aus der Landwirtschaft aus Seehausen. Ja, ich musste jetzt doch wirklich nochmal Schweinefutter für den Semmelreiter importieren, über den Händler uns besorgen. Ich habe aber mir jetzt gesagt, wir werden uns ein Zuckerrübenfeld pachten. Das habe ich auch schon ausgewählt. Das ist zwar am Arsch der Welt, aber ja, muss dann halt sein. Das heißt, wir werden mit dem Semmelreiter auch gleich mal besprechen, dass wir einen Rübenroder mieten. Das muss dann einfach sein, aber wie gesagt, wir liefern ihm jetzt erstmal hier das Schweinefutter. Nee, nach dem Haus müssen wir rein. Ich denke mal, wir werden da einmal jetzt wirklich groß die Zuckerrüben dann ernten. Die sind auch schon erntereif auf dem Feld. Und dann kann das die Schweinefutterproduktion irgendwie losgehen. Wir brauchen dann zwar noch Mais, aber ja, passt. So, wir laden das mal kurz ab. Dann machen wir erstmal wieder hoch. Ah, ich sehe, da ist gerade Geld vom Konto abgegangen. Das ist unser Big M gewesen. Ah, da müssen wir auch noch machen. Ah. Ich weiß nicht, wie wir das alles hinbekommen sollen, wenn wir hier so alleine rumeiern. Oh, da kommt er, da fährt er. Gucken wir mal, nicht, dass uns gleich da eine Delle reinfährt. Kann das sein, dass der schneller fährt wie wir? Ja. Oh, oh, ja, ja. Und ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Fährt einfach mir davon. Das ist doch der Wahnsinn. Schon wieder. Ja, ja, ja. Aber wendig ist er, das müssen wir sagen. Genau, einfach da unten stehen lassen, das passt. Da meine ich 5000, vielleicht 10.000. Der telefoniert, glaube ich, gerade noch. Gut, dann ja, hier war noch Wasser. So, dann lass uns doch mal ganz kurz schon mal gucken. Auf jeden Fall den großen Tank. Komm, dann lass uns noch mal schnell in Wasser fahren. Jetzt kommt er hierher gerannt. Moin. Hallöchen. Ich habe mal einen dringenden Auftrag an die Stadt. Ja, um was geht's denn? Es müssten Baumpflegemaßnahmen durchgeführt werden. Ja, habe ich gesehen. Es ist teilweise eng, die Straße. Ja, kenne ich. Hm, es müssten mal Baumpflegearbeiten dann so. Die untersten Äste so auf 4,50 Meter müssten dann mal so hochgeastet werden. Da müssen wir mal gucken, ob wir da einen Freiwilligen finden, der sich darum kümmert. Oh, ich denke, der Wurzelhuber macht das schon. Ja, müssen wir mal gucken. Ich glaube, der macht das ganz gerne. Ja, ihr gutes Stück ist da. Sie haben es sicherlich schon gemerkt, Geld ist abgegangen. Jo, habe ich gesehen. Ja, Sie kriegen gleich noch von mir Geld, ein bisschen Rabatt. Da schließe ich dann die Lieferung mit ein. Okay. Und ja. Ich habe jetzt gedacht, 170.000 plus 2.000 Lieferungen und dann kriegen sie noch 8.000 Retour und ja. Jo, das hört sich gut an. Dann läuft das. Genau, dann können wir gleich die nächste Abrechnung machen. Ich habe Ihnen das Schweinefutter ins Silo gekippt. Das habe ich schon geliefert. Das sind ja 13.000 Euro und sie haben mir ja das Gras geliefert, das hatten wir ja besprochen, das waren 52.000 Liter, das heißt, da würden sie wieder 5.200 bekommen, das heißt, wenn wir da jetzt mal kurz rechnen, muss ich mal kurz den Taschenrechner... Das sind 7.800 laut meiner Rechnung. Könnte passen, genau. Gut, dann überweise ich Ihnen das auch gleich sofort, wenn ich wieder irgendwie per Taxi auf dem Rückweg bin. Ja, und ich bräuchte noch ein Angebot von Ihnen. Mhm. Und zwar vermieten Sie auch Fahrzeuge? Ja, natürlich. Gut, ich bräuchte einen Rübenroder. Oh, okay. Pro Tag? Eine Stunde lang? Oder wie läuft das? Ich denke mal Minimum ein Tag. Minimum ein Tag. Haben Sie sich da irgendwie einen ausgesucht? Ja, oder? Und zwar geht es um den Europa Panther 2. Und zwar in der modifizierten Ausstattung. In der modifizierten Ausstattung. Ah ja, für 375. Mhm, jo. Genau, und den mit dem Kapazitätstank 90.000 Liter. Pup, 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 pup. Lass uns mal gucken. Ah, ja, okay, ja. Und kriegen wir hin. Passend dazu, dass Motorausführung kann so bleiben. Kann so bleiben. Okay. Die muss nicht geändert werden. GPS? Nee, brauche ich auch nicht. Gut. Und dann das Schneidwerk, Rübentechnik. Zuckerrüben, da gibt es ja auch die modifizierte Variante. Da habe ich für Potato und hier ja Zuckerbeet. Genau, den brauche ich. Ja gut, lässt sich organisieren, kann ich dir ein Angebot machen und ja. Gut, ich will dann auch Bescheid sagen, wann ich den genau brauche. Also der wird vermutlich am heutigen Tag noch nicht sein. Ich denke mal eher, dass dann morgen losgehen wird. Aber wie gesagt, einfach mal ein Angebot machen, was mich das Ganze kosten würde, damit ich da ein bisschen planen kann. Mache ich, kriegen wir hin. Neue Holländer. Miete. So, jo, wunderbar. Kriegen wir hin, machen wir. Jo, gut. Und das Feld 2 können Sie jetzt auch bearbeiten. Das ist umgeschrieben. Der Pachtvertrag, wie gesagt, ab morgen die 1100 Euro pro Tag. Jo. Und dann... ja, wünsche ich da auch viel Spaß auf dem Feld. Jo, danke schön. Dann habe ich noch eine Sache. Ja. Wir brauchen Pflanzenschutzmittel. Pflanzenschutzmittel? Wir bräuchten 4000 Liter. 4000 Liter, haben Sie irgendwie Lagermöglichkeiten? Oder wollen Sie das in IBC-Containern haben? Ja, am besten in IBC-Container. Gut, kann ich fertig machen. Ist kein Problem. Gut, das ist schön. Können Sie da gleich schon mal einen Preis sagen, weil dann überweise ich gleich samt dem anderen. Sind 2000 pro 1000 Liter. Es sind 8000 dann. Ja, dann 8000, genau. 7800, 2000, dann sind das 9800. Jo, okay, kriegen wir. Nee, 15.000. 4000 Liter? Ja, 2000 pro Liter, pro 1, 2 mal 4 sind 8. Oder? Hm? Ach ja, stimmt. Ja, okay. Sind 8, genau. Plus die 7, 8, also 15, ja. 8. Ja, gut. 15, 8, gut. Ja, dann mache ich das auch gleich fertig, bringe das runter. Sie haben einen Frontlader mit Palettengabel bei sich auf dem Hof, oder? Frontlader ja, Palettengabel lässt sich organisieren. Gut, weil sonst müsste ich da irgendwie mit dem Gabelstapler runtereiern. Nee, das brauchen Sie nicht. Das lohnt nicht. Na gut, dann mache ich das aber soweit fertig, bringe das runter zu Ihnen. Ja gut, dann düse ich schon mal wieder runter zu Fuß und dann, ja, gucken wir. Okay. Gut. Tschüss. Viel Spaß noch. Tschüss. So, das ist ja jetzt das Schöne. Ups. Wie war denn das? Ach ja, hier. Palettenlager, Pflanzenschutz. Vier Paletten. Da stehen sie. Wir nehmen jetzt den Tieflader, packen da die 4 Paletten drauf. Können auch hier schnell mal den Gabelstapler draufstellen und den mitnehmen. Der hatte doch auch Spanngurte, ne? Das war doch so. Ja. Gabelstapler. dass wir irgendwie dann mal zum Grasmähen kommen. Das sollte, denke ich mal, das nächste sein. Kommen wir da rum? Kommen wir da rum? Oh, ich glaube... Passt das? Passt das? Ja. Ja, stecke ich da irgendwie. Ich stecke in der Wand fest. So. Dann gucken wir mal, ob das jetzt passt. Aber jetzt müsste es von der Höhe. Ja, gucken wir mal. Auf. Dann verladen wir die noch schnell. Und durch solche Aufträge kommen wir halt einfach nicht zu unseren normalen Sachen. Das ist halt ein kleines Problem. Aber die Kundschaft geht vor. Das ist halt so. Jetzt los. Oh, Verbindung zum Spiel verloren. Ui, das ist nicht gut.